beide Pioniere gefallen. Ich krieg's nicht, ich krieg's nicht. Nein! Nein! Du hast auch deine verloren, oh nein! Wir haben nur Chantal! Ja. Alarm! Alle Mann antreten auf dem Appellplatz! Es geht los! Zu einer weiteren Runde, Call to Arms, Gates of Hell, Ostfront. Geht's noch länger? Hallo, Black Eye. Hallo, willkommen zurück. So, es geht los. Wir haben schon geguckt, was wir machen. Letzte Folge haben wir ja erfolgreich im Handstreich eine weitere Karte erobert. Und hier ist unser MG42-Panzer. Und den behalten wir genauso wie ein Mörser. So, den Rest verkaufen wir jetzt. Die kleine Pack, den Panzer. Das Ding, den Mörser und die Maxim auch. Dann versorgen wir alles, das noch, nee, warte mal, den Versorgungsanhänger verkaufen wir jetzt auch, weil wir holen jetzt nämlich und das Motorrad. LKW. Ich tue das Motorrad jetzt auch weg, okay, das ist ja. Ist in Ordnung. Der so. Gute Opel Blitz. Ja, mach's gut. Ah nee, der Opel Blitz, ich dachte, meinst du das Motorrad? Nein, der nicht. Unser gutes Versorgungsmotorrad mit den ganzen Sachen drin. Genau. Die wir nicht genutzt haben. Wir haben geforscht. Und zwar Opel Blitz mit Versorgung, der ist eigentlich super wichtig, weil da so viel reinpasst und kannst halt die Pack schleppen. Und die 5 cm Pack, also bevor wir jetzt die 4,7 kaufen, ich glaube, die beiden machen sich nicht viel, aber die hier sieht ein bisschen moderner aus. Okay, wie viele Punkte haben wir? Also wir haben echt kaum Punkte übrig. Jetzt gucken wir mal, was wir irgendwie mitnehmen können. Also Wir sind so ausgebrannt. Ja. Deswegen haben wir so viel geklaut. Können also ich habe nur noch 4 Punkte. Du hast noch 6 Punkte. Also einer von uns muss mindestens noch die Pack mitnehmen. Die kostet 14. Uiuiui. Dann pack doch bei einem von uns, pack doch bei mir das Infanteriegeschütz aus und pack die Pack da rein. Dann haben wir von beiden 1. Ist vielleicht nicht verkehrt. Mit was bist du erfolgreicher gewesen bis jetzt? Mit der Infanteriegeschütze oder mit der Pack? Also ich habe ja schon ziemlich viel Pack-Gameplay hinter mir. Dann drehen wir es um, dann nimmst du die Pack und nicht das Infanteriegeschütz. Ja, machen wir es lieber so. Lass mit dem Experten seine Pack. Ja. Willst du den MG-Panzer haben? Ja, warum nicht? Nutzen wir ihn doch mal, gucken, was er kann. Der Mörser kostet 10. Dann lassen wir erstmal hier. Du hast noch 8 Punkte übrig. Pack mal rein, was du für wichtig hältst. Pack mal rein. Ingenieure haben wir doch geholt. Kannst Ingenieure? Oh, ja, bitte. Pass auf, ich gebe dir beide, dann kannst du mir nämlich. Ah, nee, bei mir gehen auch noch Ingenieure rein, siehst du? Jetzt hast du noch 4 Punkte. Wenn noch was 4 Punkte wert ist? Ja, also ein Offizier kannst du schon mal wieder haben. Oh ja, und der gute, dessen Name wir schon vergessen haben. Ja. Jetzt hat er ja einen neuen Namen. Genau. Ach so, ja, der alte. Ich gebe dir noch. Ich gebe dir noch zwei Punkte Kübelwagen, dann kann der Offizier da rein. Die Kübelrider. Ja. Ja, der Kfz-15, der kann auch die kleinen Pack ziehen, aber das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Jetzt haben wir sowieso die Versorgung. Genau, der LKW kann eh alles ziehen. Okay, speichern. Auswählen und jetzt haben wir entweder Flugplatz, Munitionsdepot oder Sternchen. Was macht denn am meisten Geld? Ich glaube, Geld wäre was, ne? Sternchen, aber das macht plus Forschung. Macht das Sternchen. Da kriegen wir von allem was. Das okay. Ist so ein Misch aus allem. Ist wie, als wenn man so ein Sternchen ins Heft geklebt bekommt oder so, ne? Hier ein Sternchen. Die gute Nudel. los geht's. Okay, alles klar, ich bin bereit. Ich bin bereit. Jawohl. Beförderung. General Supreme, Supreme Feldlord. Nicht Feld, General, Feldwebel-General. Nee, General. Feldmarschall Kommandant. Supreme, General. Toll, da ging's auch schon. Mist, jetzt habe ich meine Einheiten geholt. Hier, jetzt muss ich aber. Oh. Oh. Ah, noch 4 Punkte, dann kann ich deine holen. Na, ach, mein Ding steht außerhalb der Karte, das gibt's doch nicht. Hoffentlich ist es jetzt nicht verbuggt, weil die Karte ist so schön grün. Oh, ja, ist wirklich freundlich. Da 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 da
Wird sich gemerkt. Okay, guck mal, das ist doch schön offen. Das ist doch gut. Hat aber nur 50 Schuss, der Panzer. Echt nur? Ah, das, hat sich nicht aufmunitioniert? Ja, doch, aber mit russischer Munition. Ach, scheiße, dann funktioniert das nicht. Dann müssen wir das mit deutschen Panzer machen wahrscheinlich. Du musst mir noch den Kübelwagen überreichen und den Lieutenant. Ach, den habe ich nicht gesehen. Ja. Leutnant, hallo? Okay, der Leutnant. Wie heißt der denn jetzt? Veit Feuerbach. Aha, Feuerbach, das klingt doch schon nach einem Offiziersnamen hier. Ja. Kommandant Feuerbach. Ich glaube, wir gehen irgendwo hier hin, oder? Ich meine, das ist ja schon irgendwie super. Ach, warte, ich habe habe ich dir jetzt irgendwas von mir übergeben? Ich glaube nicht. Ihr habt jetzt noch die Ingenieure gegeben? Oder hatte ich mir jetzt zwei Ingenieure gegeben? Scheinbar. Hast du jetzt auch doppelte Ingenieure? Ja, ich habe einen Trupp. Nee, dann ist richtig. Ja, nee, den habe ich dir jetzt gerade überschrieben. Gut. Sehr gut. Da hatte ich das noch vergessen. So, Kübel Riders da vorne. Können sich mal hier irgendwie im Dorf verteilen. Oh, da kommen sie schon. Am besten graben wir uns hier direkt mal an der Straße irgendwie ein, oder? Jawohl. Bringt Chantalle in der Position. Oh, geht schon los. Ah, nicht schießen, die blöden Ingenieure. Hoffentlich können wir jetzt Deckungen bauen, aber das müsste ja eigentlich gehen. Ja, wir gehen mal davon aus. Oh. Ja, Chantal. Ja, genau. An die Front. Das sind noch mehr Gräben, das ist ja geil, aber. Oh. Boah. Der hat aber. Der steht auf jeden Fall nicht wieder auf. Wollen wir denn mein MG? Oh, die kann aber viel bauen. Nächstes Mal ja, aber es geht. Also wir können Befestigungsstrukturen bauen. Ja, ja. Sollte das alles wegkommen sein hier, oder? Befehle? Treffer versenkt. Hoffentlich komm nicht über die Straße rechts von uns, das wäre jetzt echt kontraproduktiv. Das wäre schlecht. Feuer! Oh, hoffentlich sterben wir jetzt nicht. Schuss! Oh, zerquetschen? Aber der wurde doch direkt getroffen. Guck mal, cooler Graben. Oh. Da fährt uns was. Ein, was ist das? Ein BA-20. Chantal ist schon leer. Das war's mit Chantal. Dann warten wir auf den Russen-MG und tun das da rein. Genau. Oh ja. Das war's. Das Ding. Jawohl. Vorwärts Marsch. Ich glaube, mich hat's erwischt. So da rein. Der da rein. Das MG. Ach, das haben wir jetzt. Ich habe jetzt zwei MGs. Also da hat es aufgeladen. Ja. Da auch. Hm. Oh, das kann auch alte Munition sein. Oh Mann, ich weiß es nicht. Wir werden es nie rausfinden. Nee. Aber aufmunitioniert tut er auch nicht, ne? Nee. Das ist blöd. Ich habe schon probiert. Nimm mal das MG raus. Kriegt er dann vielleicht ein neues MG? Warte, ich mach das mal mit dem. Doch, ah, nee, jetzt muss ich. Doch, er kriegt Ach, okay. Munition. Gott sei Dank. Sehr gut. Chantal. Chantalle. In vollem Einsatz. Tu die Opel Ei. Oh Mann, die armen Soldaten, wo die Packen über die Köpfe drüber ballert, ey. Nein, der Pionier. Ich hab nicht aufgepasst. Da schießt Maxim oder sowas zurück. Ja, dann ausradieren. Schuss. Ich würde auch weg von den Holzzäunen gehen. Holzzäune sind keine Deckung quasi. Ja, ich warte. Ich hab gewartet, bis sie den Graben gebuddelt haben. Was kommt denn da hinten? Dann rein. Ach, Infanterie.
So, unser guter Leutnant. Ah, jetzt geht das. Jetzt kann ich auch Deckung bauen für mein Geschütz. Geht das auch bei dir wieder? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Kann auch sein, dass es nur bei dem Infanterie-Ding kaputt ist. Nein, geht. Okay. Sehr schön. Vielleicht pass. Da kommt schweres Geschoss. Er lebt noch, glaube ich, der Soldat. Denn ist eine Pack, ja, ist zu weit weg für mich. Das ist der gute deutsche Soldat, der Was? Das sind fast 200 Meter. Ist das eine Artillerie? Ich weiß es nicht. Muss wohl. Das ist schlecht für uns. Ja. Für unsere Gesundheit. Ach du Scheiße. Chantal, vorwärts. Boah, ich geh mal mit einem aufklären. Ah ne, es gibt aber nur immer nur ein Magazin wieder für den Panzer. Oh Mann, ey. Boah. Es ist das ein... Nee, es ist... Das kann aber weit schießen. Es ist dieses lange Feldgeschütz, was mal dein Panzer 38 da, in meiner anderen Runde geknackt hat. Oh nein. Ja, da müssen wir dich daran. Ach du Scheiße. Ich guck mal, ob ich da irgendwie auf 180 Meter rankomme. Oh, ich klär das jetzt mal auf mit dem... Jawohl. Greife das Ziel an! Jetzt! Feuer öffnen! Hm? Jetzt. Aha, ein bisschen muss ich noch. Oh Mann, das schießt... Also, wenn wir das kriegen können, das ist ja schon echt der Knaller. Schuss! Also, wie weit kann ich denn schießen? Och, sehr gut, das hast du gekriegt. Sehr gut. Ja. Das ist die Frage, ob wir es zerstören sollten. Es ist halt... Dann, ich kann ja mit meiner Pack die vielleicht kaputt machen, aber... Sehr gut, sind unbemannt. Die Operation war ein voller Erfolg. Okay, dann mach sie lieber kaputt. Ja, Moment, da kommen Fußsoldaten, die müssen erst weg. Ich muss mich dann im Offizier zurückziehen. Lauf! Ulfstahl! Nicht auf den Boden gucken! Mein Gott, ich glaube, sackt. Sehr schön. Der Offizier muss überleben. Da schießt doch irgendwas zurück, wa? Ja, ich laufe lieber. Es ist was Kleineres wahrscheinlich. Aber dieses Feldgeschütz, das hat 200 Meter weit geschossen, aber mit Sprengmunition. Normalerweise schießt du mit Sprengmunition, kannst du nicht so weit schießen. Das müssen wir übernehmen. Ja, das klingt äußerst gut. Können wir ein bisschen vorrücken? Das Feldgeschütz hat das da vorne ja irgendwie im Griff. Da kommt ein Panzer jetzt, Achtung. Jawohl. Nee, das ist ein. Ja, ich guck mal, ob ich auf die Anhöhe vorrücke mit meiner Pack. Das wäre super. Ach, das ist. Okay, vorrücken. Vorwärts Marsch. Schuss. Kannst ja mal Chantal ein bisschen nachholen. Ja, ich habe Angst, dass Chantal direkt zerlegt. Ja, nur ein bisschen. Immer so höher geschützt ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Nein. Oh, die sind wieder besetzt. Wer hat noch was anderes geschossen jetzt? Er schießt und ich schieße zurück. Hinlegen. Oh Mann. Hinlegen. Ja, rechts steht noch was. Das ist Maxim. Er hat erst von A den Pack geschossen, ebenso. Panzer weg. Sehr gut. Wo ist mein Offizier? Der war doch gerade hier. Ne? Da, was war das? War das wieder das große Feldgeschütz? Nee. Ich glaube nicht. Das habe ich weggedreht. Oh, hinlegen. Kriegst du das Maxim? Ich arbeite dran. Jetzt ist da. Ja, ich habe etwas verschossen. Ich seh's. Da, oh, da bang, da schon nein, wieder. Nein, Chantal! BPK. Das ist, das Recoilless Rifle. Da. Aber ich krieg das jetzt, glaube ich. Das habe Reichweite. Oh Mann, wie... Ah! Nein!
Oh je. Nein! Ich werde sie aus drei. Was war das denn jetzt? Sowohl, da ist das andere Geschütz. Oh ja, okay, ich mach das. Ich mach das lange Geschütz weg. Mach du das, die Recoilless Rifle. Ich, hab gerade verlassen, das Geschütz. Oh Gott! Nein! Ich hab's getroffen, aber es hat mich ausgeknipst. Oh Gott, ich brauch den Sunny. Oh Gott. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen. Ich geh mal wieder ein paar Einheiten zurück. Jawohl. Hat das geschützt, mein Freund. Du musst jetzt alles hängen von dir ab. Schuss. Ah, scheiße. Das gibt's nicht. Ich komm da nicht wieder weg. Zu viele Verluste. Keine Munition mehr. Oh Mann. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich hab's. Sehr wohl. So muss das. Man muss in der anderen. Wo liegt der denn? Der liegt unter der Erde. Ich glaube, ich. Oh. Ich krieg's nicht. Nein! Nein! Du hast auch deine verloren! Oh nein! Wir haben nur noch Chantal! Ja! Wir haben Chantal noch nie an Chantal verzweifelt. Oh Mann, da müssen wir jetzt diese lange Feldartillerie erobern, ja. Am besten. Ich hab aber nicht mehr so viel Mann für dich. Ich hab wahnsinnig viele Verluste eingefahren. Gut, dann. Warten wir erstmal ein bisschen, bis sie nichts mehr haben. Mist, ich kann den da nicht wieder aufheben, das ist echt blöd. Ja, doch, Chantal. Da ist er. Jawohl. Hast du das Maxim bekommen gehabt eigentlich? Ich habe einen Soldaten da getroffen. Ich weiß nicht, ob das das. Nee, ich glaube nicht. Also unser Chantal ist schon super. Aber was ist denn da am. Das Feldgeschütz. Nee, das Feldgeschütz lebt doch. Es ist nur ganz kaputt. Da sollte man doch trotzdem jetzt erstmal nicht dran gehen. Wir müssen es reparieren. Also reparabel ist es. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen versuchen, den Punkt da zu erobern. Irgendwie aus Norden. Ich denke auch. Oh, das sind. Was waren denn da gerade? Zwei Feldgeschütze? Oh Mann, ey. Oder irgendwas. Maxim hier oder so. Das ist schlecht. Was hat denn eigentlich dein Feldgeschütz ausgeknipst? War das Recoilless Rifle? Weifel? Sowohl als auch. Hier steht ein 45mm noch davor. Eine Pack. Die hat auch geschossen. Also vor dem großen Feldgeschütz von den Feinden. Steht noch eine kleine Pack davor. Die hat auch mit drauf geschossen. Oh Mann. Ich glaube, die hat mich getroffen. Ich repariere jetzt erstmal das Ding da. Mach mal. Chantal kriegt auch ein bisschen Wartung. Ketten neu schmieren. Was ich auch probieren könnte, ist. Ja, ich weiß auch nicht. Hat das immer noch schwer. Ein Magazin. Immer nur 50 Schuss. Das wird wirklich schwer. Ich muss jetzt mal meinen Offizier finden. So, Chantal ist wieder aus, sieht wieder aus wie neu. Wenn die bloß eine Kanone hätte. So, kriegen wir mal eine Deckung. Meine Soldaten vorne in dem Graben sind angekommen, aber die bleiben da liegen. Ja, sehr gut. Denk dran, lauf jetzt nicht mit deinen letzten drei im Knubbel. Nee, ich wollte die ein bisschen aufteilen, aber ich habe mich gerade verklickt. Berühmte letzte Worte. Ja. Genau. Nein, du sollst okay, doch nicht überspringen. Doch, ja, stimmt, da ist noch eine 45mm, warte. Oh, die große ist auch wieder bemannt. Ah, da ist auch noch eine 45mm. Ah, jetzt hat's funktioniert. So, das ist ganz große. Genau. Das ist ein Maxim und das noch die. Mann, ey. Dann hatten wir aber viele Geschütze. Jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass die. Jetzt müssen wir mit dem. Oh, da stehen auch noch Soldaten. So weit weg, wie es nur geht, mit dem. G4.
Gebirgsinfanterie. Oh Mann, ey. Das wird knifflig. In dem Moment, wo ich meine Pack auf den Hügel geschoben habe, dachte ich so, oh, das ist eine dumme Idee. Es hat sich bewahrheitet. Ja. Ja, solange die Packs da sind, kann Chantal auch nichts machen. So, Feuer einstellen. Und Feuer einstellen mit dem. Wenn ich nicht schieße, müssen wir das Ding eigentlich zurückschieben können. Wir versuchen das Maxim zu bewegen, kriegen es aber irgendwie nicht hin. Also die 45mm Pack hätte gar nicht hier hinschießen können. Wenn ich das Feldgeschütz hier hinschiebe, müsste es eigentlich in Deckung sein. Weißt du, so hinter den Hügel. Ja, das könnte ich. Ich probiere das mal. Bitte nicht platzen, bitte nicht platzen. Es kann sein, dass ein Schuss losgeht, weil er irgendwie. Okay. Nein, oh. Chantal! Lieber Chantal als das Feldgeschütz. Wie hat er das denn gesehen? Das gibt's ja nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie schnell Fahrzeuge fahren. Hast du zweimal Rechtsklick gemacht? Nee, ich habe nur einmal Rechtsklick gemacht. Fahrzeuge sind immer Feuer sichtbar, glaube ich. Aber ja, halt blöd. Unfassbar. Kann man nichts machen. Alter, das ist ja krass. Das Ding brauchen wir unbedingt. Das schießt ja so weit. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe noch einen MP-Schützen. So, von hier aus müsste es gehen. Ich war schon da. Und da drückt uns Feuer! Ausschwärmen! Achtet auf eure Abstände! Genau. Das sag ich auch immer. Aber nicht Chantal so. Chantal ist aber nicht ganz verloren. Okay. Versuchen wir die Nummer 2. Ich mache die Geschütze jetzt selten weg, wenn es geht, also. Jawohl. Die haben auch alles wieder besetzt und repariert, was? Gibt's ja nicht. Da war. Du Scheiße. Jo. Vernichtet. Ja. Oh, das Große dreht. Jawohl. Wir mussten es zerstören. Es musste sein. Ja, jetzt muss noch die 55mm weg, wa? So, die ist weg. Jetzt noch die. Da kommt Verstärkung. Jawohl. Ja, ja, sehr gut. So sieht das gut aus. War das Maxim ganz kaputt? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Jetzt ist es ganz kaputt. Okay, jetzt noch das Ding hinter dem Panzer. Spannend! Es bleibt auf jeden Fall spannend. Die Verluste sind hoch, beim Feind aber auch. Jetzt müssen wir das mal gerade markieren, so. Schussposition! Ja, nichts geht über das Infanteriegeschütz, also. Ja, das ist schon super. Chantal wird langsam zum Leben erweckt. Frankensteins Monster? Ja. Wir nennen es jetzt Frankensteins Monster. Das heißt ja nicht Frankenstein, aber. Hat das einen Namen? Nee, es heißt einfach nur Frankensteins Monster, glaube ich. Oh. Oder, aber viele nennt man, die Leute nennen es halt Frankenstein, das passt halt auch gut. Ja. Ich lad mal HE, mal gucken. Ich meine, Heat. Mach mal. Ich versuche Chantal wieder auf den Weg zu kriegen, damit wir den Punkt mal einnehmen können. Ah, der Motor läuft wieder. Motor läuft! Wo ist das Nummer aus? Command & Conquer? Nee, Motor an. Motor an! Klingt wie aus so einem Strategiespiel, ja? Ist es ja, aber ich weiß nicht mehr welches. Kann auch Blitzkrieg sein, tatsächlich. Weiß ich nicht mehr. Das kann auch sein, da haben die auch mal so sehr stumpfe Sätze gehabt. Fahrzeug? Oh. Bei der, wie call es, irgendwas? Da kommen die Oberschützen. Ist die Oma-Schützen?
Nein, ein Oberschütze. Bezug. Maxim, hier. Die rauchen ja. Ja, Chantal. Oh Mann, die sind aber jetzt nah. Chantal hat keine Munition mehr. Und meine armen Leute im Graben da hinten. Halt! Chantal, brauch Munition. Aussteigen. Und allein, dass sie Ein- und Aussteiganimation haben, ist ja auch was Rares, selbst bei AAA-Herstellern. Oh ja. Die ploppen einfach nur rein. Ja, wir haben hier die the best game experience ever. Da wird gerne gespart. Hm. Best way possible, best ever. Gibt's doch nicht. Ich glaube, da kriege ich nicht hin. Und da drücken wir uns vor. Die Chantal ist schon wieder leer, das gibt's ja nicht. Ich muss weiter zurück. Oh, bleibt liegen, bewegt euch nicht! Position angreifen! Da kommt er, oh oh. Nein, der Offizier! Ulf Stahl! Oh, Fahrzeug! Jawohl! Hab's getroffen? Ja. Na. Geht doch. Sehr gut. Feuer wieder! Chantal, meine Leute im Graben, ey. Von selbst Granaten. Sehr gut. Du musst dir die in die Hand geben, dann machen sie es, weil die in Reichweite sind. Boom! KI hat besser geschossen als ich jetzt. Was ist das da hinten? Das noch, Maxim. Auf, ja, da stehst du gerade. Alter! Nichts getroffen. Aber viel doch, du hast ihn verletzt. Ah, sehr gut. Chantal hat immer nur so ein, so ein 50-Schuss-Magazin, dann ist es leer. Ich glaube. Aufklärer. Wenn wir da so ein MP42 reinmachen mit so einem Munitionsgurt, dann hat es 250. Das wäre super. Da hinten war noch irgendwas. Maxim war, glaube ich, da. So, der eine Sanitäter hat ja eine Maschinenpistole. Das passt ganz gut. Na, Chantal schon wieder leer. Ja. Doch nicht. Jetzt aber. Also, du hast so einen MG-Schützen, die haben ja diese 250-Schuss-Gurte im Inventar. Ja. Du musst versuchen, das irgendwie rauszunehmen, das damit nachzuladen. Dann hat es 250 Schuss und dann wieder einbauen. Und dann müsste es gehen. Weil ich glaube, es gibt Magazine, die mit dem attached sind und dann. Mist. Wie fährt hier meine Leute? Was ist da los? Was soll das? Sabotage? Nein! Nein, er schießt sie doch! Nein! Nein! Fluch nochmal! Jetzt liegt er da am Boden, ich kann ihn nicht wieder aufheben, oder was? Gibt's ja nicht. Bomb.
Da hätte ich doch noch einen MG34 mit Gurt. Das könnte man da mal reinbauen. Ja, also du musst den... Du hast doch deinen Munitionsträger bestimmt irgendwo, oder? Nee. Ich glaube nicht. Der ist im großen Unfall leider verschütt gegangen. Warte, ich guck mal, ob ich was aus habe. Ja, die kriegen immer nur so ein Trommelmagazin. Ah, hier, Gutzufuhr. Genau. Dann schießt er irgendwie das MG leer in der Hand und dann... Ah, ich hab auch noch einen, glaube ich. So, jetzt aber mehr als 50 Schuss. Ach, der hat wieder Munition gekriegt vom... vom LKW. Ist schon böse, das MG. Gehen wir hier oben hin. Ach du Scheiße. Kommen sie schon wieder. MG Garde. Ne, MG Gehilfe. Wie rüstet das denn unten? Was ist das MG? Wenn ich das da wieder in das Fahrzeug getan habe. Du musst den Infanterist abwählen, Inventar zumachen, dann auf Panzer klicken, also Inventar wieder aufmachen, sodass nicht zwei Inventare auf sind. Rechtsklick aufs MG drücken. Du musst quasi, also wenn es drin ist, gucken, dass nicht beide Inventare auf sind, also nur das Inventar vom Panzer auf ist und dann Rechtsklick auf das MG42 im Panzer. Verstehe. Ich gebe hier die Befehle. Oh Mann, er ist ja hier. Muss das denn jedes Mal so knapp sein? Ja. Es bleibt spannend. So, jetzt haben wir mal die anderen Munitionspatronen da drin. Vielleicht geht's jetzt besser. Ich weiß nicht, ob der immer noch 50 Schuss nachlädt. Das sehen wir ja gleich. Ich glaube, der kann immer nur 50 Schuss da reinladen. Ja, der kann immer nur 50 Schuss reinladen. Okay. Das MG kann wohl nicht mehr. Naja, was soll man machen? Mann, da sind immer noch viele bei der Einfahne da. Ja. Na los, Chantal. Versuch die letzten Typen jetzt hier mal zu töten. Da ist immer noch dieses blöde Maxim da hinten. Keine Munition mehr, das gibt's doch nicht. Ich hab doch gerade erst 700 Schuss da reingeladen. Unfassbar. Sehr schön, das ist auch weg. Bam! So, ich komme jetzt mal zu dir hoch. Jawohl. Er hat keine Munition mehr. Der kommt nochmal hoch. Ah, jetzt kriegt es aber die Boxen nachgeladen. Ja? Ja, nee, zumindest nur eine. Hm. Aber es lädt trotzdem nur 50 Schuss rein, oder was? Ja, ja. Okay, gut, dann geht das halt nicht. Schande. Mist. Oh Mann, hier liegen so viele tote Deutsche. Ja, furchtbar. Shame. Okay, nee, ich glaube, ich muss ein bisschen zu dir zurück und dann von da, wo du stehst, glaube ich, vorrücken. Ja, hier geht's ganz gut. Okay, dann wechseln wir mal die Posi. Ich mag es total, wenn man... Guck mal, die Panzerbüchse guckt oben aus dem Opel Blitz raus. Motor an! Oh ja! Die geht durchs Dach. So ist das. Was nicht passt, wird passend gemacht. Genau. Boah, jetzt schon Teil. Jawohl! Keine Munition mehr. Es ist einfach nur Spray and Pray.
Spray ja. And never, never hit. Spray and never pray. Ja, da bauen wir da wieder einen Russen-MG ein, sobald wir eins finden. Sonst kannst du so ein DP irgendwas da einbauen. Oder ja. Probier doch mal, hier ist ein MG34 mit Gurt, liegt hier. Ich brauche ein DT, hier sind DT-Patronen drin, ich schätze mal so. Achso, ja, dann... Dann DT, ja, das... Da stehen ja noch ein paar kaputte Panzer, die haben das hundertprozentig. 100 pro, ja. Also es sind nur 50 Patronen, auch wenn... Achso, und es ist wirklich auch nicht mehr im Fahrzeug dann mehr drin oder so. Nee, genau, da lädt immer nur 50 rein. Komm. Ha, erwischt. So. Feuer frei! Sehr gut. Hast du fertig? Er läuft. Boom. Aber praktisch ist es schon, weil der Panzer da vorne stehen kann und dann... Oh, was ist denn da hinten los? Oh, da ist irgendwo ein Maxim. Wo kommt das denn her? Das scheint vielleicht Verstärkung zu sein. Ne, da sind auch so Gräben. Dingens. Dingensbummens. Dingensbummens. Sandsäcke. Naja. Der Rasenmäher. Schade, sieht schön aus, aber kann nichts. Ja, leider nicht. Aber es ist besser als gerade gar nichts, tatsächlich. Komm jetzt zu Lump. Man, der will aber auch nicht sterben. Er ist wieder borstig. Oh, ist das ein Mörser? Mörser! 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 Arnold, geh da weg! Offizier, da ist er. Jetzt müssen wir das blöde Mörserteil finden. Mörser, Mörser, komm raus, wo immer du bist. Geh mal so ein MG besorgen von den Russen und bau das wieder in das Fahrzeug ein. Wenn du das überlebst. Oh. Sind DT drin? Das darf ich nicht ausbauen. Ich muss das Fahrzeug erst reparieren, weil es nicht unser ist. Steht das da, dass man das muss? Weiß ich nicht, ich gehe mal davon aus. Ich kann halt das kann sein. Nicht aus dem Fahrzeug ausbauen. Ich kann nur die Munition klauen. Ist es sichtbar? Nein. Dann ist das Fahrzeug zerstört oder so. Oder es geht einfach gar nicht. Aber es geht nicht immer. Ja noch. Okay. Wo war denn der Mörser? Der muss ja irgendwo... Aber ich glaube jetzt mal schwer nicht daran, dass hier irgendwo noch eine Pack ist. Kann natürlich sein. Ich hoffe. Das ist noch eine Büchse. Die muss natürlich weg. So, komm. Ein paar Schuss noch, dann haben wir das Maxim. Achtung, bereit machen! Ah! Roms! Weggerummelt. Weggerumselt. Ach, das ist noch ein Maxim. Meine Güte. So viele von den Dingern.
keine Munition mehr. Du hast voll. Jetzt ist es beschädigt auf jeden Fall. Wie das Gras auch verschwindet, da wo das Geschoss einschlägt. Ja, so muss das sein. Und da noch. Es gibt's schon nicht. Es weigert sich. Was sind schon bessere? Vielleicht finden wir ab und zu mal die. Ist da der Mörser? Ich hab den Mörser durch. Ne, ist nicht der Mörser. Die mit den Panzerungen finden. Den Panzerwesten. Ja, die Sturmpioniere. Hä? Wen hat der denn jetzt geschossen? Da steht noch einer. Da der Mörser schießt wieder. Hast du ihn gesehen? Oh, nee. Er muss irgendwo hier links bei mir sein. Im Südosten. Da, hast du gesehen? Er schießt zwischen den beiden Fahnen irgendwo, ja. Im ja. Osten. Ja, Südosten, ja. So, weiter nach vorne. Langsam aber stetig. Bomben, der Baum. Whee! Da will bestimmt auf den Typ, ne? Okay. Ja, warte. Shit. Dachte, ich komme damit durch, aber wohl nicht. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Aber auf was schießt der denn da? Weiß ich nicht. Muss ja auch nicht sein. Scheiße. Um Linien. Warum schießt denn keiner zurück hier? Geht doch. Weg da, Jungs, da kommt eine Granate, lauft. Das gibt's nicht. Okay, der Messer sieht mich nicht mehr. Die eine Handgranate. Unfassbar. Zwei Stück, hast du noch Medic? Ja, hab ich. Schussposition, blablabla. Der erste ist hinüber. Oh, da liegen viele. Die alle zu den Packs gerannt sind. Jetzt reicht aber mit dem Mörser. Jawohl. Es scheint aber was dicker zu sein, was für ein Wumms der hat. Aber ich vertue mich ja die ganze Zeit. Ja, das ist der Standard. Da ist er doch. Guck mal! So nah. Erwischt. Hab ihn. Sehr gut. Oh, Scheiße. Ich hab ihn totgeschlagen! Nice! Ich hab nämlich auch keine Munition mehr. Ich hab kein Gewehr mehr. Was ein Kampf. Einmal verarzten hier. Boah, geschafft. Unfassbar. Nee. Chantal, fahr da mal hin und mach mal den Dings da weg. Meine Güte. So, was kann man denn hier reparieren? Ich guck mal, ob ich den Panzer da reparieren kann. Dann haben wir da zwei Stück. Achso, ich muss jetzt einfach nur überall einmal einsteigen. Ich noch ein Maxim. Das ist ein kaputtes. Eigentlich mal mit dem hier. Was haben wir denn hier liegen? Die haben alle ihre Sachen noch am Rücken. Alles klar, Männer. Hier nach. Boah, das sind aber auch nur so Dorfbewohner hier. Ja. Die Partisanen und Miliz.
So. Brauche jetzt so alles voller Munition von denen und dann müsste ich eigentlich kein neues Gewehr kriegen. Das sehe ich dann nachher mal. So, du reparierst so, mal. So, so, so. So. Tada. Okay, jetzt noch der. Okay, das Maxim ist verloren, da kann ich nicht einsteigen. Das ist eins. Auf jeden Fall die Munition mit. So. Sieg! Ja. Sieg! Der Sieg ist unser. Ja. Aber mit welchen Kosten? Die Offiziere leben doch alle. Ich sehe keine Verluste. Ja. Die wichtigen leben. Ja. Acceptable losses. Ui, was war das? Ich habe meinen Wasserkasten kaputt gefahren. Ach so, ich okay. Glaube, mein Offizier fährt den Opel Blitz. Versorgung. Ach, hier ist ein Mosin, ein kurzes. Mosin Karabiner. Oh. Ist ja lustig. Wann geht's los? Ich guck mal, was passiert, wenn die jetzt volle Munition haben. Da muss ich bei der nächsten Mission mal gucken. Wo hier ist eine AWT? Was ist eine AWT? Weiß ich nicht. Gucken wir mal nach. So. Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Jetzt schießt ihn mal leer und guck mal, ob er jetzt auch 10 Schuss nachlädt. Oh, das ist eine bessere Variante ja. Von der SWT. Sehr gut. Ja? So, das ist drin, das ist drin. Der wird noch repariert, aber ich sehe gar nicht, wie weit er ist. Doch, da, ist gleich fertig. Meine Güte, also... Was ein Kampf. Es stand auf Messerschneider. Also wenn der Feldgeschütz nicht repariert geworden wäre, dann wäre es sehr schwer geworden. Dann wäre es fast unmöglich geworden, ja. Würde ich mal behaupten. Aber wir haben es ja geschafft. Boah. Ja, dann machen wir jetzt die dritte Stufe und dann haben wir ja genug Platz für alles. Genau. Zwei können Packs, zwei Feldgeschütze und dann geht das schon. Wenn wir genug Geld haben, ja. Positiv Chantal. Denken. Genau, immer positiv denken. Chantal. So. Okay, können wir hier irgendwo so ein... Ah, da kann man jetzt... Kann man da schon einsteigen? Nee. Der ja, repariert noch. Oh, das ist ein Automatikgewehr. Das AWT. Kenn ich gar nicht. Sieht aus wie das Flammenwerfer. SWT. Aha. Hm. Was ist denn das SWT? Das ist das, was wir sonst mal eingesammelt. Achso, das meinst du, ja. Und das AWT ist quasi, das sieht genauso aus, aber schießt vollautomatisch. Das MG lassen wir mal da drin. Das ist natürlich edel. Achso, der Flammenwerfer. Wen gebe ich dem denn? Flammenwerfer, wie das duftet. Saftknaftig. Genau, ein von den... Nee, das ist, glaube ich, zu groß für die Engineers. Was haben wir denn da hinten? Ist das irgendwas, was man gebrauchen kann? Ich bin in den Mörser da eingestiegen. Ich gehe jetzt mal da raus. Dann sehen wir ja nachher, ob der jetzt uns ist oder nicht. Ja. So, dann den Flammenwerfer da. Entwerfs Flammen. Entwerfs Flammen. Ich bin jetzt immer noch. Unfassbar. Aber ich sehe das nicht. Wie lange? Doch, nee. Ist, jetzt war es da kurz sichtbar. Normalerweise, also der braucht da eigentlich gar nicht so lange dabei. Hast du trotzdem mal probiert, ob es schon rausgeht? Nee, einer nicht. Vielleicht musst du mal ein- und aussteigen. Das kann auch sein. Ja, ich kann da nicht einsteigen, weil es noch nicht genug gepariert ist. Aber du siehst es, ne? Nein. Leider nicht. Nee, wenn du es nicht siehst, dann ist es wahrscheinlich gar nicht möglich. Ich und hatte bei die Hoffnung, dass man die nur nicht ausbauen kann, wenn es halt einem noch nicht gehört. Das gehört uns ja erst, wenn wir einmal drin gesessen haben. Diese Dinger, ey. Das ist das erste Fahrzeug, was du damals bei der ersten Version von dem Spiel von Soldiers Heroes of World War 2 quasi hattest, wenn die Kampagne angefangen hattest. Daran erinnere ich mich noch. Lustig, so oder? Auto mit so ein paar Platten dran. Ja, aber damit hast du die Mission drauf. Gerockt, ne? Also ja, klar. Ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, Chantal hat auch gut geholfen. 20 Leute getötet. Bereit. Jetzt guck mal, wer hatte denn hier den Flammenwerfer? Ah, er hier. Dann tun wir
Sehr schön. Sehr gut, jetzt haben wir Flammenwerfer und Dingensschütze. Sehr schön. Jawohl. Mein Gott, der Ingenieur braucht aber eine Weile. Russische Technik, versteht ihr nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich geht's auch gar nicht. Naja, ist ja am Reparieren. Also irgendwann wird er es ja wohl hinkriegen. Meine Güte. Es ist aber auch ein Gewehr, diese Panzerbüchse. Ja, die hat man eigentlich auch zu zweit getragen, aber das ist halt so. Die müssen aber halt ein bisschen mobil bleiben im Spiel. Ja. Ich glaube, wenn du die wie so eine MG rum transportieren würdest, das wäre... Oh, das wäre Katastrophe, glaube ich. Ja, dann wird's halt wahrscheinlich gar nicht mitnehmen. Wahrscheinlich eher nicht. Obwohl es wiederum wahrscheinlich vielleicht auch besser funktioniert. Weil ich weiß nicht, Geschütze schießen schneller und präziser, als wenn ein Soldat irgendeine Waffe besitzt. Im Spiel hier, das ist immer so ein bisschen... Komm schon, reparier schneller! Was sollen wir tun? Das gibt's schon nicht. Alles wartet auf den Feldingenieur. Ja. Ich komme mit dem anderen dahin. Hm. Rücken wir aus. Haben wir einen Marschbefehl? Badam, badam, badam. Oh, da liegt noch... Hä? Da liegt irgendwo ein Bewusstloser? Ja, ich kann ihn nicht aufheben. Der ist von dem Auto angefahren worden. Dann, liegt da irgendwie... Da liegt er, glaube ich, dann ist er auch nicht tot. Der ist wahrscheinlich nur so Knockout. Und kommt nicht aus der Pose raus. Man kann ihn auch nicht irgendwie wiederbeleben oder so. Befehle? Der Balken beim Reparieren bewegt sich aber nicht. Merkwürdig. Ja, vielleicht geht das nicht. Ja. Oder ist es ein sehr schwieriges Problem? Hm. Der geht da hinter dem Bienendetektor. Mir nach! Ja, der wollte nicht, weil er sonst keinen Platz dafür gehabt hätte. Ja. Ach, da ist es an dem gleichen Level, wenn man repariert. Ja, irgendwas ist broken. Vielleicht gehen die Fahrzeuge nicht heil. Nee. Entweder ist es ein Mod-Problem oder haben wir die überhaupt schon mal gehabt, repariert? Wissen wir gar nicht, ne? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sowas schon ignoriert. Die haben wir aber komplett zerschossen. Aber das Ding ist so, die, wenn du das nicht siehst, dann ist es auch nicht da. Oh, hier nicht nur ein Sonderaufsatz, Sondereinsatzaufklärer. Da können wir noch einen Sprengen Molotow-Cocktails. Hm. So, ich habe alles. Hast du alles? Ich habe alles. Von mir aus können wir. Okay. Wieder ein grandioser Erfolg. Ja, in meinem Handstreich haben wir das gemacht. Ach, guck mal, hier habe ich dich mal abgehangen. Aber Verluste sind nicht bei uns beiden nicht so toll. Nee, macht sich nicht viel. Gut, ich habe mit deinem Geschütz geschossen. Da hätte man jetzt noch abziehen müssen. Ja. Das wird mir natürlich mir angerechnet. Ach, scheiße, jetzt habe ich die Punkte wieder weggedrückt. Wir haben Geld. 1182, das ist ja ganz gut. Das ist super. Und Chantal werden wir verkaufen, ne? Ja, Chantal hat seine Sache erledigt. Aber mach's gut, Chantal. Auch nur dürftig. Also die Sachen, die wir jetzt eben besetzt hatten, ohne drin sitzen zu bleiben, haben wir nicht bekommen. Verstehe, also müssen wir drin sitzen bleiben. Müssen tatsächlich, also ja, vielleicht nehmen wir uns so einen Trupp Panzer-Leute mit. Oder wir müssen sitzen bleiben, dann sind die uns, aber die anderen werden trotzdem zu ihren Squads zurückgeschickt. Ne, dann müssen, ich dachte immer, dann ist der Verlust. Okay, gut, danke fürs Mitspielen, lieber Black Eye. Wir sehen uns wieder nächste Folge, liebe Leute. Und bis dahin, wie immer, haut rein!